zum Thema Rohfleischfütterung, also BAFEN, gibt es ja den ein oder anderen Mythos. Und ein Mythos ist auf jeden Fall, mein Hund könnte aggressiv werden, wenn er rohes Fleisch zu fressen bekommt. Wenn sie mehr Fleisch essen, werden sie dann aggressiver? Fleisch besteht aus Protein, also Eiweiß, auch aus Kohlenhydraten, und zwar die Zellmembran, also das, was die einzelne Zelle umgibt, besteht auch zu einem Teil aus Kohlenhydraten, auch zu einem anderen Teil aus Fetten. Ja, vielleicht, wenn es irgend so ein Hormonfleisch aus den USA ist, mit besonders viel Testosteron drin. Aber nein, Hunde werden nicht aggressiv, weil sie rohes Fleisch bekommen. Mein Hund ist ein freundlicher Setter und nach vielen Jahren des sogenannten BAFENs ist er immer noch ein freundlicher Setter. So viel Fleisch kann ich gar nicht füttern, dass er aggressiv werden könnte. Soll man denn so werden wie andere Lebewesen, die sich ähnlich ernähren? Also, klar, viele denken anscheinend an den Wolf. Aber ich esse nun wieder auch mal eine Banane. Deswegen kann ich doch noch längst nicht besonders gut durch die Bäume hindurchklettern.